So. Och nö. Dieser. Okay, das war der erste. Jetzt kommt noch der zweite. Das bewegt sich auch so. Das hätte ich auch geschafft, sehr schön. So, jetzt hier hin. Ach, was haben wir denn hier alles? Das ist ja schrecklich. Das ist viel zu komplex hier. Ich verliere doch die Übersicht. Also nicht so schlimm wie manch andere, aber trotzdem. Ah ja. Ich flieg mal darüber. Was haben wir denn hier? Noch ein Drache? Und keine Musik mehr für mich. Ach, das ist der Ausgang. Sehr schön. Und noch Cedric. Cedric der Drache. Verbinde den Supersprint mit einem Sprung- und Gleitflug, um die High Caves genau zu erkunden. Sowas habe ich schon geahnt, dass das früher oder später kommt. So, den 25er nehmen wir natürlich mit. Die 10er da hinten auch. Und jetzt, wo fliege ich jetzt hin? Darüber komme ich wohl nicht. Dann fliegen wir da wieder hin und dann bin ich auch wieder da, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte ja nämlich den Supersprint hier machen und diese Wanzen weghauen. So. Sprint. Und dann um die Ecke. Und dann ouch. Ach, hier geht's auch nur nach oben. Hier ist noch eine Wanze. Und noch eine Wanze. Gott, ist hier viel los. Das ist ja Wahnsinn. Wie viel Stein? Was gibt's hier alles überhaupt? Zwei Eierdiebe, von denen ich noch keinen gesehen habe, und 500 Steine. So, was machst du? Oh, sie hat einen Kuss auf die Nase gegeben. Okay, damit geht's also auch. Sehr schön. Dann möchte ich mich nicht drum beeilen. Die Steine sammle ich später ein. Dann hätte ich die vorhin ja gar nicht mit dem Supersprint machen müssen. Okay, die da vielleicht schon. Na, Pock. Obwohl, vielleicht, wenn ich mich beeile, könnte das vielleicht sogar hinhauen. Jetzt muss ich nur später nachsehen, oder gründlich nachsehen, sagen wir es mal so, dass ich nicht irgendwo irgendwelche Edelsteine vergesse. Die ich jetzt, ja, den da zum Beispiel, die ich jetzt in der Eile so weg bekommen habe, aber dann doch irgendwie wieder vergessen. So, gibt nochmal einen Schmatzer. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ich hoffe, ich kriege den Weg noch schnell zusammen. Damit ich noch rechtzeitig zu dieser Einwanze da hinten komme. Aber ich glaube, das reicht nicht. Ne, das reicht nicht. Hier muss der Supersprint wohl her. Dann hoffe ich doch mal, dass ich den jetzt hier ordentlich gebacken krieg. Pock. Hier ist mal wieder voll gegen die Stufe gerannt. Was ist das da eigentlich? Ach, so ein Mini-Häschen. So, hier ist wieder hoch. Dann nehmen wir gleich die Kurve. Und dann da lang. Nicht gegen die Wand, nicht gegen den. So. Das hätten wir also auch. Dann gehen wir noch schnell mal wieder zurück und weiter erkunden. Denn es fehlen noch 200 Edelsteine und zwei Eierdiebe, von denen ich immer noch nichts gesehen habe. Aber ich habe jetzt nicht so viel mehr erkundet als noch gerade eben. Darüber fliege ich erstmal noch nicht. Sondern ich gehe erstmal nachsehen, was es hier noch so gibt. Edelsteine. Ein paar zumindest. Das ist nicht mal schlecht. Das ist hier schon mal ein Anfang. So, was gibt's hier? Kann ich. Nein, falsche Richtung. Gibt's da oben was? Nö. Da oben gibt's nichts. Also. Ist das hier auch abgeschlossen? Da drüben ist ein Eierdieb. Jetzt stellt sich die Frage, komme ich da so mit einem normalen Flug hin? Ja, komme ich. So. Jetzt noch den da. Die Musik hat wieder keine Lust. Schade. So, gibt es da drüben irgendwie was noch? Nö, da gibt es nichts. Dann also zurück. Von hier aus komme ich auch dahin. Ich krieg dich. Freund.
wenn ich denn nicht irgendwo hängen bleibe. Ich hab ihn fast... Da ist er doch. So. Zack. Ins Gesicht. So, jetzt muss ich hier den Weg nochmal lang laufen, denn da waren jede Menge Edelsteine, die ich nicht mitgenommen habe. Das muss natürlich alles hier seine Ordnung haben. Ich würde gerne nochmal kurz hinter mich blicken. Da war sonst nichts, da ist nichts und da ist nichts. Dann laufen wir dann kurz noch durch die Kisten dadurch. Also was die Edelsteine angeht, sind wir auf einem guten Weg. Da fehlen jetzt nicht mehr viele. 75, um genau zu sein. Und dann... Was machen eigentlich die kleinen Feen da unten? Ich flieg da mal hin. Hilft mir. Da sind noch Edelsteine, den würde ich gerne noch abgreifen. Da sind auch noch Edelsteine. Zumindest Kisten. Ah ja, okay. Die retten mich also anscheinend, wenn ich hier in den Abgrund fallen sollte. Danke. Das ist sehr nett. Aber ihr könnt mich jetzt wieder runterlassen. Ist gut. Ist okay. Danke. Das war nur wegen diesem komischen Viech da. Da war ich etwas irritiert und bin dann nicht rechtzeitig abgesprungen. So, einmal. Zweimal. Was wohl da drin ist? Ich versuche mal da Blick reinzuwerfen, aber ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich sehe, was es da gibt. So, den Weg hier wieder unbeschadet zurück. Und jetzt mal nachsehen. Da hinten gibt es noch Edelsteine. Na, dann wollen wir doch mal probieren, ob ich das hinkriege hier mit dem Supersprintflug. Ich meine, irgendwann muss ich es ja mal lernen. Lauf! Und flieg! Ja, es hat doch an sich ganz gut geklappt. Möchte ich mal so meinen. Ja, da ist ja letztes Eierdieb, schön. Aber zunächst mal hole ich hier die Sachen. Dann hätten wir nämlich, da fehlt nämlich nicht mehr so viel. So, wie kriege ich den am besten? Am besten wohl so. Der steht da natürlich sehr schlecht. An dem Rand da. Ja, so könnte es auch gehen. Da muss ich mich aber darauf verlassen, dass ich das Ganze gut genug time. Ja, ich habe ihn getroffen. Sehr schön. So, das mal kurz durchgucken. Das waren die zwei Eierdiebe. Die Drachen haben wir. Es fehlen noch 31 Steinchen. Die vermute ich da drüben irgendwo. Oder da in dem Loch. Ihr netten Elfen, helft mir. Bitte. Danke. Bringt mich mal wieder an den Ausgangspunkt da oben hin zurück. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, dass man hier diesen Sprung üben soll. Was ein Glück. Achso, da ist der Weg nach Hause. Das ist natürlich doof. Da will ich ja nicht lang. Ich wollte ja eigentlich lieber da rein. War ich denn da schon? Nee, da war ich anscheinend noch nicht, denn da gibt es noch Edelsteine. Stellt sich nur die Frage, ob das genug Edelsteine hier sind, aber ich glaube nicht. Da fehlt also auch noch irgendwo was. Gut. Aber viel sind es nicht mehr. Viele. Mal sehen. Vielleicht sehe ich es ja beim Rumfliegen hier. Irgendwie konnte ich jetzt leider nichts ausmachen. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das Ganze hier nochmal so... Ja, doch, so könnte man das eigentlich schaffen. Na, probiere ich mal. Aber ich traue mich nicht, hier runter zu fallen. Vor allem, weil es so schneller geht. Also, nochmal. Runterlaufen und hüpf.
Komm, 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 komm. Ich glaube doch nicht, dass es so funktioniert. Gibt es da irgendwie eine Schanze oder sowas? Nee, da gibt es keine Schanze. Schade. Na, da muss ich mich halt noch ein bisschen umsehen. Wo könnte es hier noch was geben? Also da drin nicht. Da war ich auch schon. Da hinten war ich. So, da oben war ich. In den zwei Räumen da hinten war ich auch. Dann gehe ich nochmal zurück. Überprüfe das Ganze nochmal. Ich gehe nochmal hier hoch. Mal sehen, vielleicht gab es hinter der Fee dann noch was. Ich möchte aber fast schon ein bisschen bezweifeln. Obwohl. Ja, der. Dankeschön. So. Da. Ja, fliegen wir doch mal gleich hin. Auch wenn ich bezweifle, dass das wirklich die restlichen Steine sind. Obwohl, könnte doch hinhauen, wenn da ein Fünfer drin ist. Yay, da sind Fünfer drin. Sehr, sehr schön. Dann haben wir jetzt alles. Dann pock. Gehen wir mal in das nächste. Level. So, die Dinger bewegen sich noch. Ne, bewegen sich nicht mehr. Nein, 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 komm, dreh rum. Das schaffst du noch. Na komm, lass dich fallen. Ach, ist doch kacke hier. Nur zumindest bin ich mal jetzt näher am Ausgang. Das hat ja auch schon mal was. Wie viel Leben habe ich denn jetzt eigentlich noch? 4, das ist nicht so viel. Da muss ich mal drauf achten, dass ich da mal noch ein paar wieder zurückgewinne. So, ich gucke nochmal schnell den Bestand. Nicht, dass ich jetzt hier abhaue und... Nee, passt. Nicht, dass ich abhaue und dann doch irgendwas vergessen habe. Das möchte ich natürlich auch nicht. Insgesamt haben wir jetzt 4000 Steinchen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe schon vor längerem gesehen, dass ich 50 Abonnenten habe. Und da würde ich natürlich auch gerne was machen. Ich weiß nur nicht was. Hättet ihr da Ideen? Das frage ich jetzt mal so in die Runde. Vielleicht hat der ein oder andere ja eine Idee, was ich da machen könnte. Crystal Flight, ah, ein Fluglevel. Na dann rein. Vielleicht hat der ein oder andere da eine Idee, was ich machen könnte. Und das gefällt mir ja dann eventuell. Und dann würde ich das sogar machen. Weil ich habe absolut keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich fliege zuerst mal durch die Ringe. Zunächst mal muss ich das Level hier kennenlernen. So. So, das hätten wir. Dann kommen jetzt also die Ringe hier dazu, die Torbögen. Da unten ist noch eine. Da. Nein, flieg weiter. Hoch. Hilfe. Da hinten ist noch einer. Aber ich habe schon an sich zu viel Zeit verloren, denke ich. So. Wo ist der letzte? Ach, da unten. Da unten. Kisten gibt es auch noch, okay. Aber die stehen ziemlich doof da. Huch. Ach so, okay, zuerst kommen die Flugzeuge, dann die Kisten. Gut, Ringebögen, Flugzeuge, Kisten. Das sollte so machbar sein. Zumindest wenn ich mich mal nicht verfliege oder irgendwo dran fliege, dann sollte das gehen. Also durch den Bogen und dann gleich rechts. Dann kann man da nämlich auch schon ein bisschen Zeit sparen. So, jetzt da runter. Den Bogen hatte ich gerade angedotzt. Der Spyro könnte ruhig auch ein bisschen schneller fliegen. So einen ganz kleinen Tick. Dann wären diese ganzen Schrägen hier nicht so. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Komm schon, 6,
7 und 8. Und jetzt die Kisten. 9 Sekunden habe ich noch. Das Ganze wird hier immer wieder so ein bisschen aufgefüllt. Da unten ist eine Kiste. Und die letzte. Yes! Das ging doch mal schon ein bisschen besser als beim ersten Fluglevel. Das gefällt mir.